Chipkarten statt Bargeld. Ministerpräsident Markus Söder möchte für abgelehnte Asylbewerber in Bayern bald kein Geld mehr, sondern Chipkarten zum begrenzten Einkauf bestimmter Waren geben. Mit der Chipkarte können Sie beim Discounter oder Bäckereien und Metzgereien für den täglichen Bedarf einkaufen. Zum Beispiel Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel. Den Inhalt dieses Warenkorbs besprechen wir gerade mit den zuständigen Behörden, sagte Söder der Bild am Sonntag. Alkohol solle mit der Chipkarte zum Beispiel nicht eingekauft werden können. Söder kündigte zudem ein Programm an, damit Asylbewerber bis zur Entscheidung über ihren Aufenthaltsstatus verstärkt gemeinnützige Arbeit übernehmen können. Zudem forderte er einen Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung. Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP im Bundestag, Stefan Thomae, hält wenig von Söders Vorstoß zur Asylpolitik. Ziel müsse vielmehr sein, Zuwanderer schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren, damit sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Außerdem könnten die Kommunen bereits jetzt selbst entscheiden, ob sie Asylbewerbern Sachleistungen gewähren oder Geld auszahlen. Geldzahlungen seien jedoch mit weniger Aufwand verbunden.